Mein Name ist Stefan Kretschmer, ehemaliger Handballprofi und jetziger Experte von Sky und Vorstandssport der Füchse Berlin. Und. Oh, Tor ist echt schwer. Also meine Wahl wäre Wieland Schmidt gewesen. Der hat tatsächlich mal Bundesliga gehalten für Hameln, der in meinen Augen aus körperlichen Möglichkeiten, die heute wahrscheinlich keine Rolle mehr spielen würden oder die in der Bundesliga nicht bestehen würden, das absolut Maximale gemacht. Ich glaube, sein Spitzname war das Phantom und hat die DDR-Nationalmannschaft tatsächlich zum Olympiasieg geführt in Moskau 1980. Auf der Linksaußenposition habe ich natürlich am liebsten zusammengespielt mit meinem alten Zimmerkameraden Bennett Wiegert vom SC Magdeburg, der perfekte Teampartner ist. Wenn es aber darum geht, wer war der beste Linksaußen in der Geschichte der Bundesliga, dann ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen bei mir zwischen Nikolai Jakobsen und Lars Christiansen. Und ich würde mich für Nikolai entscheiden, weil er ein bisschen der Verwegenere war, weil er einfach noch frecher war als Lars, der wie ein Uhrwerk funktioniert hat. Aber Nikolai war schon die Zaubermaus, nicht umsonst heißt er auch so. Linker Rückraum ist gar nicht so einfach, weil für mich der beste Spieler der Welt, Veselin Vujovic, war auf der Position. Der hat allerdings nie Bundesliga gespielt, deswegen zählt das bei uns halt hier nicht. Lieblingsmannschaftskamerad hatte ich auf halb links nicht, weil die mir nie genug Bälle auf Außen gegeben haben. Weswegen ich zu der halblinken Position immer ein gespaltenes Verhältnis habe. Daniel Stephan war sicherlich in der Nationalmannschaft einer, der sehr viel Spielverständnis hatte und den Ball durchaus an alle Positionen auch mal weitergeleitet hat. Vorwiegend natürlich an den Kreis, aber auch mal auf mich. Deswegen ist das eine Koryphäe, der beste Spieler für mich auf der Position. Auf der Mitte muss ich 6 Spieler nennen, die für mich dort eine große Rolle spielen in der Geschichte der Bundesliga. Mein Lieblingsmitspieler war da natürlich Oleg Kuleshov in der legendären Zeit des SC Magdeburg. Wenn es um die besten Spieler aller Zeiten geht, dann entscheide ich mich für eine Kombination aus Andy Schmid, Nikola Karabatic, Ivano Balic, Magnus Wieslander und Talant Dushebaev, um nur einige zu nennen. Da ist es unmöglich, eine Entscheidung zu treffen. Deswegen würde ich bei der Kategorie mich auf meine Sympathie berufen und Oleg Kuleshov als Lieblingsmitspieler nominieren. Rechter Rückraum ist für mich einfach, weil da gibt es tatsächlich nur 2 Spieler, zwischen denen ich mich entscheiden müsste. Mit beiden habe ich zusammengespielt in Magdeburg, Joel Abbati und Olafur Stefansson. Olafur ist aber das unangefochtene Genie auf der Position und in meinen Augen der beste Spieler, der jemals auf der Position gespielt hat. Toller Typ, guter Charakter, ein bisschen verrückt. Also kann mich an Nächte erinnern, wo wir 8 Stunden am Stück über Politik und Menschenrechte diskutiert haben. Und wenn man Olafur nicht kennt, muss man wissen, dass er Philosophie fernstudiert hat in England, das auch abgeschlossen hat, nicht nur kurz angefangen hat. Und dass er jetzt nach seiner Karriere völlig irre geworden ist, macht irgendwelche Musiktherapien in Island, in Schulen oder Altersheimen. Das ist Florian Kehrmann, sowohl in der Nationalmannschaft als im Verein, einer, der Handball verstanden hat wie kein zweiter Rechtsaußen. Also selbst wenn ich nicht gespielt habe, hat es mir einfach gefallen, ihm zuzuschauen, wie er spielt. Kreis kann es auch nur eine Lösung geben und das nicht nur aufgrund meiner Freundschaft, aber Christian Schwarzer ist für mich der ultimative Kreisläufer und Mannschaftsspieler. Also das ist für mich der ultimative Teamplayer, der in eine Mannschaft kommt und sie sofort verändert, der ihr ein Gesicht gibt, der ihr eine Identifikation gibt, der Mentalität mitbringt. Er war glücklicherweise jahrelang mein Zimmerkamerad, wer weiß, wo ich ohne ihn abgedriftet wäre. Ja, war jemand, zu dem ich immer aufgeschaut habe, auch heute noch, der das nach wie vor lebt und wo man weiß, Handball ist genau seine Welt und lebt für diesen Sport, liebt diesen Sport, kann man sich viel von abschauen. Also toller Kreisläufer.